Hallo, was geht ab, was geht ab, was geht ab, was geht ab, Brüder und Schwester. Einer von meinen Abonnenten hat sich unbedingt gewünscht, dass ich mir MC Bilal reinziehe, diese 100 Bars. Ich sag euch ganz ehrlich, MC Bilal habe ich weiß, wer das ist, also aus dem Internet, aber ich habe das nie so wirklich gefeiert. Ich weiß noch damals, ich glaube, das ist bestimmt 4 oder 5 oder 3, 4, 5 Jahre her, da hat er irgendwelche Handyvideos aus dem Auto gemacht, so Liebeslieder und so. Ich habe das nicht gefeiert, ich habe das auch nicht gefühlt, aber ich habe mir sagen lassen, dass er auch rappen kann. Deswegen ziehen wir uns den guten Scheiß einfach mal rein. Okay, Brüder und Schwester, wartet kurz. Die Sucht ist gerade größer. Sorry, meine Schatzis. So, wir ziehen uns das rein. MC Bilal 100 Bars, gib ihm Böse. MC Bilal. Alter, Maschallah, der Bruder hat Bart mittlerweile. Ich weiß noch, der ist, das ist schon voll lange her, der hat gar nichts. Digi, wie alt ist der überhaupt? Ich habe gar keinen Plan, Alter. Ich habe den gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß auch nicht, was mich hier erwartet. Gesang, Rap. Ihr wollt ein Real Talk und das ich übernehme. Ich hab immer noch hier nichts zu tun mit dieser Hundeszene. Ekelhafte Wesen, ich würde mich so schämen. Rapper dissen Mütter und reden nie was von Ehre. Beleidigen sogar Frauen der Rapper in ihren Tweets und ziehen sogar Kinder in die Beefs. Faken ihre Streams, aber denken sie sind mies. Wenn du Waffen hältst in Clips, dann sei ein Mann und schieß. Oh, okay, miese Überraschung gerade, der Typ kann rappen, Alter. Und nicht gerade schlecht, Alter. Okay, krass, Alter. Krass. Krass, also der Anfang ist auf jeden Fall. Oder? Wenn du wirklich denkst, du bist Mann, dann kämpf. Aber die, die euch beschützen, sind meine Cousins. Und wärt ihr an meiner Stelle, dann würdet ihr so viele Rapper erniedrigen. Aber ich war meinen Liebesfilm und fress euch wie Giebeling. Alles kleine Prahler, so wie Ali Schwarzer. Rap bedeutet für mich Message und nicht Balenciaga. Ich mach's für meinen Vater, denn ich bin sein Rücken. Und nicht um irgendwer. Oh, ich mach's für meinen Vater, denn ich bin sein Rücken. Puh. Puh, Gänsehaut, Brudi. Welche Schlampen zu beeindrucken, hab mein Fokus bisher immer auf Musik gelegt. Der Grund, warum heute der i8 in meiner Garage steht. Doch scheiß auf Autos, ich würde sogar Fahrrad fahren. Ein echter Mann ist auch ein Mann ohne teuren Wagen. Rapper machen Welle, heben ab in ihren Ateliers. Was bringt das Geld, wenn euch der Charakter fehlt? Jeden Tag, jedes Mal sehe ich neue Ansagen. Ich bin gerne unsympathisch für euch Bastarde. YouTuber wollen mit dem Becken schwimmen, ziehen sich aus und nennen sich dann Rapperin. Prallen rum mit Followerzahlen und fordern mehr Respekt. Ich weiß, wen er mit diesem Part, glaube ich, meint. Diese Shirin David, glaube ich. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube ja. Kriegst du deine Texte alle vorgerappt? Auf dieser Welt dreht sich alles nur um Geld. Wer fährt den dicksten Bands? Wer hat die meisten Fans? Und es tut mir leid. Bei uns dreht sich alles nur um Hype. Jeden Donnerstag um Mitternacht klingt ihr alle gleich. Boah. Boah, Bruder, diese Zeile fühle ich alle. Und so geht's mir wirklich auch genauso die ganze Zeit schon. Jeden Donnerstag auf Freitagnacht bringen zwei Hände voll Rapper den gleichen Song raus. So fühle ich das, so sehe ich das, so höre ich das. Also keine Ahnung. Der einzigste Motherfucker, der jetzt einfach was so rausgebracht hat, ich glaube, das war Mittwoch oder so, Haftbefehl, Alter, der scheißt eh auf alles. Der ist auch real, Alter. Immer die gleichen Clips, AMGs und Belvederes. Jeder Hund mit paar Cousins wird zum Manager. Und bitte bleibt mir fern mit euren süßen, bösen Blicken in Videos, so wie Teddybären. Wo sind die Hype-Rapper mit der arroganten Art? Ihr wurdet fast alle vergessen nach nur einem Jahr. Ich bin seit 5 Jahren dabei und gebe weiter. Wer ist das? Kennt ihn jemand? Ich habe keine Ahnung. Die sehen aus wie. Bruder, die sehen fast identisch aus. Selbe Nase, Bro, Alter. Ich gönn dir, ich hab auch so eine dicke Nase. Das mein letztes Album kam auf Platz 3 in den Charts. Platz 1 Hip-Hop-Charts. Ich mach meine Träume wahr für 100.000
Umsatz brauche ich kein halbes Jahr ohne Rap-Support. Aber ich stopp Mäuler, Rapper, 100 Mio Streams, aber keine Boxkäufer. Gebe die Bars, lebe den Tag, all meine Feinde sind eselig ab. Pläne und Wahn, jeden der Rapper, der gegen mich war. Ich zähle den Tag und lege jetzt nach, während ich schlaf. Reime ich besser als jeden der Stars, MC Bilal, alles halal. Wie du es siehst, hab ich Redebedarf. Sie hören die Zeilen, schämen sich grad, dissen die Mütter und geben sich hart. Aber keiner der Rapper hat Ehre gehabt, denn keiner der Rapper ist in dieser Liga. Al Jazeera, ich hol wieder ne Kaliber, lade viermal, schieße wieder. Bam, bam, auf jeden dieser Missgeburten. Boah, ich muss mal kurz stoppen, nicht, dass sie mir. Wobei, wer bin ich? Ey, Leute, Alter. Was geht ab? Wer ist dieser Mann, Alter? Alter, dich habe ich jetzt auf jeden Fall auf dem Schirm, Alter. Digi, Alter. Abonniert habe ich dich eben. Aber ey, krank, krank, Alter, krank, ey. Die benehmen unerziehbar, lecken Ärsche für ein Feature made in China. Ihr seid alles kleine Diva, kleine Peanuts. Euch zu lassen wär mir lieber als mein Kalb bei einer Bilal Tatik. Was war's dir, ja, verdier, lass es lieber. Ich bin mieser, reiße alles um mich nieder. Selbst ein Flieger hole ich wieder auf den Boden wie bei. Aus welchem Land kommt dieser MC Bilal? Ich schwöre, ich dachte damals immer, der wäre Pakistaner oder Inder, Alter. Aber was ist das, Araber? Libanese, irgendwie sowas in der Ecke, Alter. Krieger, lass den Beat an und ich liefer Texte wie am Fließband ungeziefer um mich rum. Ich war umgeben vom Verlierer. Wenn ich Rapper, hab ich lieber Wertlegende, so wie Zieder. Meine Texte zerbrechen die Besten der Besten, die rappen, sie erbrechen. Doch lächeln wollen sich rächen und stechen. Doch euer Essen müsst ihr essen, bevor Krümel mich treffen. Fühl mich besessen, all die Hunde sind am Lügen. Oh, was ne Line, Alter. Dicky, Alter. Und Hetzen schwören und denken, sie sind krass mit ihren billigen Texten. Wer will sich noch messen mit Autotune, da klingt ihr am besten. Die Stimmen so ätzen, man könnte meinen, jemand will mich verletzen. Ich hab nichts vergessen, denn manche wollten mich damals testen. Erwähnst du nochmal meinen Namen, werde ich dich zerfetzen. Ich werde dein Leben auseinandernehmen und lyrisch in Sätzen. Werde ich alles dafür geben, um dich übel zu knechten. Ich spüre die Ängste und sehe deine zitternde Hände. Bring dein bitteres Ende, hörst du, wenn ich's bitte, ist Sense. Ich bin nicht am Ende, ich klinge so, als ging ich durch Wände. Man merkt auf jeden Fall, dass bei diesem jungen Mann hier sehr viel passiert sein muss die letzte Zeit. Der hat sehr viel Hass in sich. Aber ich glaube, dieser Hass macht genau dieses Lied gerade aus. Das ist so mies, die Geh, Alter. Feier ich hart, Alter. Binnen und brennen und rimmen diese Piss an den Blender. Und alle diese Worte sind von meinem Herzen gekommen. Wenn sich einer messen will, dann seid ihr herzlich willkommen. 1,91 Meter, 100 Kilo Kampfgewicht. Komm, zeig mir, was ein Mann du bist. Ich schwöre, ich misshandel dich. Doch nicht, weil ich mit Brot spiele, sondern weil Rapper denken, sie hätten Macht. Denkst du, das ist deine Stadt? Denkst du, jemand hat die Angst? Machen Kleinkindern Druck, labern in den Texten Schmutz. Ich bin vor Rasch, stehe offiziell, fick ich jeden Schutz. Ich fürchte nichts, außer eurem bösen Blick. In Interviews macht sich jeder größer, als er ist. Geld, Bruder, Geld, Bruder, Geld, Geld. Geld, aber auch mit Millionen bleibst du nur ein Gelb. Puh. Puh. Digga, der hat gesessen. Ich schwöre, der hat gesessen, Alter. Das stimmt wirklich. Es gibt viele Menschen, die einfach, ich will sagen, nichts. Jeder Mensch ist irgendwo auf seiner Art irgendetwas. Aber es gibt ja Leute, die haben nichts. Die sind dann auch so, diese Opferschiene fahren die halt, ja. Und dann fangen die an, Geld zu haben und dann auf einmal haben die auch um sich herum voll die Leute, aber dabei bleiben sie trotzdem ein Opfer, ja. Also das war mit dieser Textpassage gemeint, Alter. Ist auf jeden Fall mies, krank, pure Wahrheit, Digga. Das ist real. Nicht wie Babak Chambers. Ich muss ihn einfach erwähnen. Der hat mein Herz gebrochen. Rap-Gewitter, für die meisten einfach bitter. Guck nach oben, wenn wir reden, du kleiner Pisser. Hier sprach euer Handy-Rap-Idol, eure Singles im Niveau meiner Handy-Videos. Gänsehaut. Boah, Leute. Ey, auf jeden Fall abonniert den Bruder, aktiviert die Glocke, liked und kommentiert, Alter. Also Leute, Alter. Boah. Streamt 100 Bars, gibt's auch bei Spotify, Brudi, geil, das gebe ich mir im Auto, das gebe ich mir im Auto, Bruder, das gebe ich mir im Auto. Warum kommentiert keiner von den öffentlichen Rappern zurzeit, die so am Start sind, warum supportet den keiner, warum pusht den Bruder keinen? Hä? Achso, das von mir. Ey, Leute, auf jeden Fall wirklich, ey, Respekt. Respekt. Digga, zeig mal, Alter, was hast du denn so? Vor 2 Jahren. Vor 6 Tagen. Achso, das war der Trailer.
Vor einem Monat mit Pietro Lombardi. Vor 2 Monaten, was ist das? Das sieht schon mehr so nach Kuschelmusik aus. Kuschelmusik. Der bringt auch nicht oft was raus, gell? Komm hier, 4,2 Millionen Aufrufe. Bruder, Alter, was ist los? Ich gönn dir hoffentlich, hast du diese Zahl auch hier bei diesem Lied stehen. 10 Mio, Alter, Diggi, Alter, du bist. Alter, du rasierst ja richtig. Aber alles so Liebesdinger, ich feier das halt nicht. Bruder, das ist bestimmt gut, ich höre mir das vielleicht privat auch mal an, so das ein oder andere. Aber ich feier halt nicht diese Kuschelmusik. Aber diese 100 Bars, Bruder, Respekt, Respekt. Von jedem hast du diesen Respekt, das garantiere ich dir, von jedem aus der Szene. 15 Millionen, wenn es wieder deine Liebe ist, mein Leben, ja, aber das ist halt so Kuscheln. So Musik, Alter. Ich will aber diese Musik. Bruder, wenn du diese Musik machst und ein Album rausbringst mit Boxen und so, ich schwöre, ich kaufe dir, ich gönne dir diesen Hack. Aber Bruder, muss diese Musik sein wie diese 100 Bars und nicht diese Kuschelrockmusik, Alter. Mach doch keinen Scheiß, Bruder, ich küsse doch dein Herz. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also das Lied nicht meine hässliche Fresse. Gönnt den Bruder, abonniert den Bruder. Kommentiert bei dem Bruder, damit sein Algorithmus in die Höhe steigt, damit dieses Video so oft wie möglich angezeigt wird, weil das ist Hip-Hop, Alter. Das ist Rap. Okay, Leute, in diesem Sinne.